Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Age of Wonders 3, wo wir versuchen gerade mal ein bisschen hier die Unterwelt zu erkunden. Und wir haben hier ein kleines Fort gefunden. Gucken jetzt mal eben. Hier ist ein Teleporter, wo der uns hinführt. Und wir kommen wirklich ans andere Ende der Karte. Ja, und sind hier in irgendeinem Gebiet von einem roten Typen. Menschen sind's. Armee von Urlak. Aha. Ach ja, den gehörnten Gott beschwören. Gucken wir uns den mal auch mal an. Tierfreundschaft, Blitzschlag hervorrufen. Gen, Sturmangriff, starker Wille. Immun gegen Gedankenkontrolle. Welle zerschmettern. Schwimmen. Bergtour. Schockschutz, Geistschutz, Feuerschwäche. Bam, bam, bam. Jetzt holen wir uns unsere Stadt erstmal wieder. Der Sieg ist nicht nur wahrscheinlich, er ist sogar wahrscheinlich feindlich. Es sind doch nur Nebelkrähen. Soll ich nicht so anstellen, der Schlawiner. So, was kannst du denn Schönes? Boah, geil. Echt ein Tier ist der. Ja, Adler mögen anscheinend keine Tiere. Sadismus. So, machen wir mal die. Ah, die ist natürlich immun gegen die Giftklingen. Also mal ein Goblin-Wagreiter. Reiter. So. Da haben wir unsere Schlüpflinge. Schick. Na, manchmal ist er irgendwie ein bisschen mir zu schnell für Bildwechsel. So, du machst 6 bis 8 Schaden, ne? Schön. Dass du denen auch mal gezeigt, wo es lang geht. Jetzt haben wir hier ziemlich viel Fernkampfabschuss, obwohl ab Maulus, sag ich mal lieber. Keine Wirkung auf das Ziel. Nur auf die Verderbnis. Adler. So. Der schafft es nicht bis zu meinem Helden. Er will aber wieder bis zu meinem Helden laufen. Und das sehe ich nicht ein. Ja, stimmt, hat ja keine Wirkung.
Ja, greif mich ruhig im Nahkampf an. Naja, es war auch nicht so geplant. Dann geht halt auf die Adler. Ja, genau so. So. Die gute Sudrin. Bewegen wir die junge Dame erstmal weg. Lassen die erstmal schön auf den feindlichen Helden nieder. Dann haben wir auch den gehornten Gott. Kann nicht verwendet. Achso, zwei Runden nicht verwendet werden. Bam! Bam! So, Giftschlange noch parat. Na, so ganz schafft es nicht. Da haben wir noch den Wallbrecher, der hat aber auch nichts mehr zu tun. Ey, lass meine Schlange in Ruhe. So, jetzt macht unser gehörnter Gott. Tschüss, Level Up. Sich ready, den Herrn deinen zu töten. So, zaubertechnisch kannst du jetzt auch nichts mehr machen. Außer rumstehen. So, die können alle in die Verteidigung hochgehen. Dann haben wir hier noch den Goblin gehabt. Wagreiter, ne? So, die Jäger können wir... müssen wir aufpassen. Sonst tötet der mir die Jäger gleich weg. Das möchte ich eigentlich gerade noch vermeiden. So. 14 bis 22 zweimal. Hauptsache, ich habe mal alles angeschossen. So, jetzt kann ich den treffen. Damit mache ich nicht so viel. Sichtbinder 50, 50, 40. Level up! Woo! Neuer Flankenangriff. Also habe ich die Jäger vorgeschickt, die ich eigentlich hinten halten wollte, ne? Macht nix. Kriegen die Runde vielleicht nichts mehr hin. Werden es vielleicht noch eine Einheit verlieren. Aber Hauptsache, wir haben die Stadt wieder. Und haben den Goblin erledigt. Och, jetzt musste auch noch meine Kleinen da angreifen. Ich hätte mal gern gesehen, in was die digitieren. Drogen? Nein. Endlich eine Spinne, die mal weiß, was sie zu tun hat. Ach, eine Spinne, eine Schlange. Entschuldigung. So, was haben wir noch? Also der kann seinen Blitz einsetzen. Tot!
Da fällt er zu Boden und wird nach Hause geschickt. So, die zwei können da rein. Sofort plündern. Insektenplage. Ein Schwarm alles verschlingender Insekten zwingt die ortsansässige Bevölkerung in ihre Häuser zu bleiben. Die gewählte feindliche Stadt erleidet minus 25 Produktion. Bestienbeherrschung. Druidenkunde 2. So, jetzt haben wir wieder eine Beförderung. 6 Punkte. Sichtweite erhöhen. Rüstungsdurchschlag. Trefferpunkte erhöhen. Unheimliches Tier beschwören, wildes Tier, eins mit den Elementen. Weltverzauberung. Minus 50 Terran und Klimamali. Hätte ich ja schon die ganze Zeit mal machen können, ne? Ach, blend den Tipp aus. Schön. Ja, ja, wir haben Frieden mit euch geschlossen und so weiter und so fort. Aber ich will eigentlich zum Teleporter zurück. Und jetzt? Darf ich da nichts reinsetzen, oder was? So, jetzt haben wir hier unten die Stadt Schmerklum aufgebaut und haben direkt 12.000 Einwohner. Schön, oder? Durch den vordefinierten Bauplatz hier unten. So, sehen wir, wo wir eigentlich noch so buddeln könnten. Plündern. Blödsinn alles. Warum sollte ich eine Stadt plündern? So, Siedler abgeschlossen. Ach ja, schön, ich baue hier oben gerade die ganze Zeit Siedler. Ist natürlich ganz praktisch gerade für mich. Der soll lieber stattdessen hier oben die Handelswaren produzieren, permanent. Und hier haben wir ja auch noch ein paar Produktionen offen. Was haben wir da oben? Oh. Ein Sichter. Habe ich irgendwie so gerade einen anderen Namen im Kopf für. Dann ist ein Verteidigungsturm. Rasten bitte, danke. Feierabend. Darf ich den Teleporter nicht nehmen? Ach so, ich darf den Teleporter wirklich nicht nehmen. Die Elfen finden. Es gibt zwei Siedlungen der Hochelfen in dieser Region. Wir sollten sie suchen, damit sie sich uns anschließen. Toll. Und hier haben wir dafür 80 Millionen Feinde. Und
Und die Herrschaften haben natürlich hier ganz große, großartige Städte. Die brauchen erstmal Lagerhäuser. So, und die Herrschaften können auch erstmal sich nach vorne bewegen. Wo haben wir Rally Point? Da. So, und dann gehen wir nämlich hier in den Kampf. Ach so, ne, dann lasse ich die laufen. Ich bin ja ein ganz netter Typ. Gemäßigtes Reich. Weltverzaubern. Vom Reich des Anwenders bereitet sich allmählich. Vom Reich des Anwenders breitet sich allmählich gemäßigtes Gelände aus. Mein Gott. Ah. Was ein Satz. Die Stadt war unverteidigt. Ein Traum. Vor allem, weil ich mir nicht 100% sicher bin, wo die gerade hergekommen sind. So, zerstreuen wir mal. Sieg ist wahrscheinlich. Haben wir den schön eingekesselt. Kriegsblut. Ich weiß gar nicht, warum mein Sieg wahrscheinlicher erscheint als vom Gegner. So, direkter Schuss wäre 11, 17 Schaden. Einmalig, sehr schön. Dann wäre der da schon tot. Die Ork-Brut hat ganz schön viel Verteidigung. Ich lieber die in meine Richtung ziehen sollen, ne? Na, jetzt ist es halt so gekommen. Heilen wir die Herrschaften erstmal da oben. So, ihr habt 70 Leben. Ich habe hier unten nur noch die normalen stehen. 5, 7 mal 3. 3 bis 5. Und die Bogenschützen haben immer noch Maulus für Entfernung. Ach, 1 bis 3 und nur Schild. Komm, komm, komm! Jetzt wird's eklig. Aua. Aua. Ach, die gehen auf meinen Helden. Ich weiß echt nicht, warum mir gesagt wurde, der Sieg ist sehr wahrscheinlich. Ich hätte sie wahrscheinlich wirklich eher zusammenziehen sollen am Anfang der Schlacht. Weil er geht natürlich jetzt sehr konzentriert vor gegen meine Truppen. So.
Nur zwei Schuss hast du mir gegeben. So, das müsste eigentlich mit dem Helden den locker so rumbieten können. Ach, ich habe nicht meinen Helden ausgewählt gehabt. Nicht so wichtig. So, schicken wir den hoch. Dann machen wir hier Verzauberung stehlen. Oh, bringt mir gerade nichts, ne? Verstärken wir die mit dem mit der Drachenherkunft. Ach schön, jetzt habe ich den Held ganz vorne stehen. Das ist natürlich jetzt das Beste, was passieren konnte. Das habe ich nämlich nicht gesehen, dass der jetzt vorgezogen wird. Und jetzt habe ich natürlich ordentlich die Arschkarte. Bei den seinen ganzen Truppen werden alle meine Helden angreifen. Da können wir auch einfach mal Tempo machen. Weil da hat schon meinen Helden erwischt. Moment. Kann ich nicht hier irgendwo nochmal von vorne? Komm, mach. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie scheinen meine Chancen zu sein? Und ich sage an der Stelle, die sind schlecht. Deshalb kapituliere ich erstmal. Ich glaube, dann war hier... Genau. Erneut spielen, dann machen wir nächstes Mal die Schlacht nochmal. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde der Spielkultur. Ich bin euer Doc. Ciao.